So, dann herzlich willkommen zum JFD Live Trading TV in der Spätausgabe. Dieser heutige Tag muss man klar als sehr bullischen Tag bezeichnen. Ich habe es ja heute Morgen schon beschrieben, dass endlich mal der DAX ein bullisches Eigenleben entwickelt hat. Und zwar wurde die DAX Long Position mit rund 250 Punkten verkauft, weil er an den wichtigen Widerstand rangelaufen ist. Wir haben antizyklisch sind wir eingestiegen und deswegen so verkehrt Gewinne mitzunehmen. Das war hier unten bei 9.300 Punkten. Hier war es eben auch möglich, dass die Bewegung hier unten eben schon vorbei war, nachdem es hier das Hoch erreicht worden ist. Wie weit jetzt diese Bewegung gehen kann, ich habe ja auch zwar noch betont einen Schlusskurs über dieser Marke, der jetzt eben stattgefunden hat. Nachbörslich kann steht der DAX schon bei 9.410, 420 stand er schon. Es bleibt weiter dabei, er kann jetzt direkt auch durchziehen auf 9.600 Punkten. Hier dürfte er aber dann mit der ersten Welle wohl, dürfte die erste Welle wohl zu Ende sein. Und dann nochmal ein Rücklauf, höchstwahrscheinlich an 9.350 bzw. an 9.3. Also wer noch die Position hat, den Stopp auf das untere Tief setzen, also der die Position im DAX, und einfach mal schauen. Teilverkäufe sind immer erlaubt und einfach schauen, wo er hinläuft. Oder auf einen 4 Stunden Tief, ja, das wäre jetzt hier auch 9,1, also wie gesagt, wer noch investiert ist, weiterlaufen lassen, Stopp nachziehen. Short-Positionen sind definitiv noch nicht erlaubt. Schauen wir kurz die anderen Werte an. Endlich hat sie ja eben auch die Bayer sozusagen positiv erwischt. Konnte heute Morgen stand sie noch recht weit unten zurück. Und da sieht das Wochenbild sehr gut aus. Daimler hat hier von einer anderen Analyse, die von mir stammt, am Wochenende hat das erste Ziel sozusagen erreicht. Nachbörslich, glaube ich, standen sie bei ja, 56xx. Also hier wird es dann passen, dass er jetzt hier erstmal abprallt, eben leicht nach unten geht und dann nochmal durchzieht. Genauso wie eine Daimler, wie eine BMW, hat hier das Kursziel erreicht, das erste. Eine Allianz ist noch relativ schwach, konnte aber jetzt eben hier auch zurück in den sich in den Rainbow schaffen. Eine Siemens eben über den Monatswiderstand. Eine SAP war heute Vormittag schon recht bullisch, weil sie hier mit einem Gap-Up gestartet sind. Und schauen wir noch auf die BASF. Auch hier im Wochenchart aktuell kann man nichts Bärisches jetzt mehr hier, also in dem Sinne, also eine Erholungswelle, nichts in dem Sinne Bärisches mehr erkennen. Also, dass die Bären da jetzt im Vorteil wären, definitiv nicht mehr, auch genauso wie eine Deutsche Telekom. Also haben wir wieder die Tiefs von letzter Woche sehr gut erwischt, genauso wie eben das Tief hier vorne, da hätte es aber schon weiter hochgehen können. Teilverkäufe fanden ja hier auch statt, wieder hier eingestiegen und eben jetzt auf dem Weg eben zu 9.600. Genauso wie bei den US-Werten gab es auch Long-Setups nur, keine Short-Setups mehr. Eine Alphabet-Aktie hat jetzt hier auch fast das Kursziel erreicht, wie auch schon gestern. Teilverkäufe sind immer erlaubt und auch jetzt demnächst Komplettverkäufe. Eine Amazon hat hier das untere Level schon erreicht und auch im Hoch, schauen wir mal, ja, 2 Dollar hat noch gefehlt bis zum Kursziel, darf aber auch als abgearbeitet angesehen werden. Und eine Apple, hier wird jetzt der Stopp in den Gewinn gezogen auf das aktuelle Wochentief. Ach, geben wir noch 2-3 Cent. Einfach auf 95. Da dürfte dann jeder hier im Gewinn sein bei Apple. Beim Nasdaq-Setup war ja hier ein
Kursziel von 4150 beziehungsweise eben bis 80 so eingezeichnet und auch kommuniziert worden. Jetzt scheiterte er knapp über der 4200er Marke und hängt eben hier an dem EMA 200 fest. Hier könnte es einen leichten Absacker geben und dann nochmal ein neues Hoch. Also hier dürfte die Aufwärtsbewegung, die aktuelle, noch nicht vorbei sein. Und auch hier sieht es wohl danach aus, dass wir nach dem Rücksetzer eben nochmal bis 4,3 etwa oder sogar 4,350 heranlaufen können, aber das alles dann zu seiner Zeit. Eben kurz nochmal das Fazit. Das Tief hat man jetzt wieder gut erwischt. Wo die Verkäufe? Jeder soll mehr oder weniger selber die Verkäufe natürlich tätigen. Optimale Ausstiege finde ich auch nicht. Die Einstiege wurden relativ gut gefunden. Auch eben prozyklische Einstiege. Im Prinzip, was will das Anlegerherz mehr? Ob jetzt ich jetzt hier oben vielleicht nochmal einen Short-Einstieg oder überhaupt einen Short-Einstieg wage, glaube ich nicht. Ich würde eher die Rückläufe eben dann suchen, um dann die Muster wieder neu zu bewerten. Aber wenn man auch jetzt hier einen S&P 500 ansieht, da kann einfach die Rallye jetzt weitergehen. Danke fürs Zuhören und bis morgen.